zu einem neuen Video, dem Monat Mai. Wie auch das letzte Video fängt dieses Video mit einer kleinen Backsession von mir an oder einem Kuchen. Und diesmal habe ich von diesem Buch hier einen Pistazienkuchen nachgebacken. Also das Buch kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Es hat sehr viele leckere Rezepte. Wie man sieht, habe ich sehr, sehr viel markiert. Und zwar kamen am Wochenende Pablo und Jasmin zu Besuch und da dachte ich, das wäre der perfekte Moment, um wieder was zu backen. Und da habe ich den Kuchen halt ausprobiert. Gut, ich habe den vorher noch nie gebacken, deswegen ist es so ein bisschen risky gewesen. Und das Lustige war, also man macht in den Kuchen Mandelextrakt rein und beim Backen habe ich so einfach so ein bisschen reingemacht. Und dann habe ich im Rezept nochmal nachgelesen, oh, 4 Tropfen Mandelextrakt. Und ich habe deutlich mehr als 4 Tropfen reingemacht. Deswegen hat der Kuchen auf jeden Fall ein bisschen mehr nach Marzipan geschmeckt als Pistazie, wobei ich mir nicht sicher bin, wie dann genau Pistaziengeschmack im Kuchen wäre. Irgendwie war ich mir da nicht sicher. Aber okay, der war auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr lecker. Aber ich muss den auf jeden Fall nochmal ausprobieren, um zu gucken, wie das dann eigentlich schmecken sollte. Aber er wurde auf jeden Fall sehr schön saftig und juicy in der Mitte. Ja. Was wollte ich euch eigentlich zeigen? Eigentlich wollte ich euch neue Homeware-Sachen zeigen, weil ich diesen Monat wieder zusammen mit Connox zusammenarbeite. Und das heißt auch wieder, dass es einen Gutscheincode für euch gibt. Ich blende den euch einmal hier ein und dann auch nochmal alle Daten in der Infobox. Einfach damit ich wirklich die richtigen Infos dann hier reinmache. Und da sind schon einige Sachen von angekommen, so die kleineren Sachen. Ich warte noch auf größere Sachen, die kommen ein bisschen später an. Aber dann zeige ich euch schon mal die Sachen, die da sind. Und die habe ich auch am Wochenende schon benutzt teilweise. So, da ist natürlich bei mir ein bisschen Geschirr dabei, weil das meine absolute Schwäche ist. Das schmuggle ich bei uns ja immer so ein bisschen rein. Also ich sage Johannes nicht Bescheid, dass ich neues Geschirr besorgt habe, weil wir eigentlich den Platz dafür nicht haben. Aber okay, ich konnte bei diesen Tellern echt nicht widerstehen. Also es ist so eine mittelgroße Schüssel mit so ein bisschen Rand, also nicht allzu tief. Und das ist wirklich perfekt, weil ich zeige euch mal die Schüsseln, die wir momentan haben. Also wir haben halt nur entweder diese Schüsseln von IKEA, die halt echt nicht so schön sind. Also ja, sind so unsere Standardschüsseln, wenn wir jetzt nicht so großen Aufwand machen wollen quasi. Oder wir haben halt diese Schüsseln und die sind dann halt so sehr schmal, aber auch sehr tief, also echt nur sowas für Suppen. Und ja, deswegen ist das hier echt genau so ein Mittelding, was noch gefehlt hätte. Und außerdem liebe ich einfach diese Optik, dieses rustikale, fast schon vintage aussehende und ja, dunkelbraune Design. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und da habe ich jetzt erstmal 2 von bestellt, aber ich finde die irgendwie so gut, dass ich da, glaube ich, entweder nochmal 2 weitere oder 4 weitere dazu hole. Das nächste Teil ist dieser süße Wasserkrug von Hey. Der hat hier diesen fetten Griff. Und hier so eine außergewöhnliche Form, ich finde den super cool. Also ich trinke ja eh die ganze Zeit Wasser und da finde ich es immer praktisch, wenn man gleich einen Wasserkrug stehen hat, damit man halt mehr als ein Glas trinkt. Es sieht einfach super süß aus, also mir gefällt es vom Design her einfach auch super gut. Und dann haben wir hier dieses Tablett. Das hat hier so kleine Füßchen. Das ist von Firm Living und das kommt auch in verschiedene Größen. Ich habe jetzt die, wenn ich mich nicht irre, große Variante. Also hier so kann man jetzt auch einen ganzen Teller draufstellen mit irgendwelchen Sachen dazu. Oder was ich halt ganz gerne gemacht habe, einen Teekrug schon mit Gläsern da dazu. Weil, wie ihr vielleicht wisst, ist bei uns das Esszimmer sehr weit entfernt von der Küche und da muss man echt immer ultra oft hin und her laufen, um Sachen zu transportieren. Und das ist einfacher, wenn man dann halt so ein Tablett hat, wo man gleich mehrere Sachen mit transportieren kann. Und außerdem finde ich das optisch einfach schön, wenn man Sachen so auf dem Tisch stehen hat und die dann so zusammen auf einem Tablett präsentiert sind. Ja, das sind jetzt erstmal die Sachen aus dem Küchenbereich. Das nächste Teil ist im Wohnzimmer, das zeige ich euch jetzt mal. So, da seht ihr es schon. Es ist eine
Lampe. Und zwar eine kabellose Akkulampe. Ist das nicht mega genial für diesen Spot? Weil ich wollte da unbedingt eine Lampe hinhaben, weil das einfach nochmal eine schöne Lichtquelle ist mitten im Raum. Und aber natürlich ist das Problem, dass man hier keine Steckdose hat, beziehungsweise man hier auch kein Kabel lang führen möchte. Auch nicht hier so unter die Couch, hätte ich auch doof gefunden. Deswegen ist eine Akkulampe die perfekte Lösung gewesen. Und ich mag halt dieses geriffelte Design und ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, was für ein Material das jetzt genau ist, aber es sieht so nach Leinen aus. So könnt ihr das vielleicht nochmal besser sehen. Und hier schaltet man das dann an. Und ich muss mal kurz umdrehen. So. Ist jetzt sehr, sehr hell, deswegen könnt ihr nicht sehen, wie hell die leuchtet, aber so sieht sie angeschaltet aus. Ich stelle es mal wieder hin. So. Und sie hat sogar mehrere Stufen. Also kannst du ein bisschen weniger hell stellen. Also gerade wenn es abends ist, dann sieht man den Effekt natürlich besser. Ja, finde ich super, super gut. Und irgendwie wirkt sie sehr stabil. Also ich hatte halt Angst, vor allem wenn man hier eine Lampe hinstellt und man sitzt auf der Couch angelehnt und dann streckt man sich irgendwie vielleicht mal und schmeißt diese Lampe um. Aber ich glaube, die fällt nicht so leicht um und wenn, dann ist sie auch relativ stabil. Also ist jetzt nicht eine, die sofort zerbricht, weil das ist hier Metall unten. Also ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit meiner Wahl. Ich zeige euch auf jeden Fall mal Clips, wie die Lampe dann wirklich aussieht, wenn es hier dunkel drin ist. Dann seht ihr den Effekt auf jeden Fall besser. Ja, sehr, sehr cool. Was ich dann manchmal spaßeshalber mache, ist, dass ich dann so durch die Wohnung laufe mit meiner Laterne. Also nee, echt ein tolles Teil. Hier passt übrigens auch gut zu meinem Outfit momentan mit diesen geriffelten, weil ich auch gerade so was Geriffeltes anhabe, also Plissé. Gut, also ja, eine Akkuleuchte von End Tradition, die ich sehr, sehr cool finde. Macht mich sehr glücklich, wie ihr sehen könnt. So, wir machen ein Sleepover-Wochenende bei unserer Freundin Erika und das ist so mein Outfit, was ich die ganze Zeit anhaben werde. Also ganz gemütlich und bequem. Hier ist es so eine Jogger von H&M, die hat auch so einen passenden Pullover dazu. Ich trage jetzt aber ein T-Shirt dazu, einfach so ein weißes T-Shirt. Und darüber so ein kuscheliger Zip-Cardigan von And Other Stories. Finde ich sehr, sehr schön. Also ganz gemütlich, um darin rumzugammeln. Und noch meine Overnight Bag. Ja, vielleicht werde ich für den Hinweg eine andere Hose anziehen. Einfach damit ich draußen eine andere Hose anhatte und weil ich die dann einfach drin die ganze Zeit anhaben werde. Aber ja, das ist auf jeden Fall mein Wochenend-Chill-Outfit. Basically vegetable. Also you layer it, huh?
Okay, ich habe jetzt mal wieder meinen Kleiderschrank ausgemistet und habe jetzt hier die Sachen mal alle hingestellt. Also hier sind ein paar random Sachen, ein paar Taschen, eine Fuji-Kamera, Pullover und so weiter und Blusen, Jacken. Und dann habe ich hier eine Box mit Kleidern. Die habe ich auf jeden Fall auch schon alle fotografiert, also alles, was hier ist. Und das will ich dann die nächsten Tage mal online stellen. Und dann habe ich aber noch eine ganze Kiste voll mit Röcken und Hosen. Das mache ich aber, glaube ich, ein andermal, weil es einfach sonst viel zu viel ist. Also wahrscheinlich ist der Sale schon vorbei, wenn der Vlog hier online kommt. Aber ja, das ist zumindest trotzdem repräsentativ dafür, was ich jetzt ein paar Tage in diesem Monat gemacht habe. Weil das schon relativ zeitintensiv ist, das Ganze zu fotografieren und dann reinzustellen und so weiter. Wäre es vielleicht besser, wenn ich das nächste Mal filme, wie ich meinen Kleiderschrank durchgehe und wie und welche Sachen ich aussortiere? Würde euch das interessieren? Wenn ja, dann schreibt mir das auf jeden Fall mal in den Kommentaren, dann weiß ich Bescheid und dann versuche ich da das nächste Mal ein bisschen mehr zu zeigen, wenn ich wieder aussortiere. Das ist fast rum, aber gerade so sind noch die restlichen Connox-Sachen angekommen. Also hier ist schon mal ein riesen Karton und dann haben wir hier noch etwas, was eingepackt ist und dann packen wir das mal zusammen aus. Tada, das erste Teil fertig ausgepackt und es ist der Roly-Poly-Chair, der, wie Daisy so schön sagt, immer aussieht wie so ein kleiner Elefantenfuß. Jo, also er ist auf jeden Fall sehr geräumig für mich und ja, ich mag auf jeden Fall die braune Farbe sehr gerne und außerdem ist halt das Ding, wir wollten eine weitere Sitzgelegenheit haben, die halt nicht so auf dem Boden ist und die man halt aber auch ja, von der Position her ganz flexibel verschieben kann. Und ich hatte diesen hier halt im Auge und man kann den halt vielleicht auch in diese Ecke stellen, weil diesen Stuhl bekommt Daisy, weil den haben wir uns damals geteilt, wo wir halt noch zusammen gewohnt haben. Und jetzt hatte ich ihn lange genug und den bekommt Daisy jetzt wieder, weil das ist ein perfekter Balkonstuhl, weil das halt so ein Outdoor-Stuhl ist.
Und ja, der kommt dann weg und dann ist hier halt so eine Lücke bzw. Platz. Also mal gucken, ich muss es nochmal ein bisschen ausprobieren, ob ich den Schuh dann in die Ecke hin tue oder halt hier hin, also da auf dieser Seite. Und die Vase kommt dann weg, weil das Pampers-Gras kann ich langsam nicht mehr sehen. Und ja, ich probiere das auf jeden Fall noch aus. Aber ich habe hierzu noch eine andere Sache vorbereitet. Ganz wichtig. Und zwar habe ich da im Vorfeld schon die passende Kisseneinlage bestellt für den Rolypoly-Stuhl. Und zwar in dieser Off-White-Variante heißt sie. Die war nicht einfach zu finden im Internet. Und lustigerweise ist es genau der gleiche Ton wie die Couch, die wir hier im Esszimmer haben. Und dann werden wir das mal ausprobieren, wie das aussieht auf dem Stuhl. Oh, okay, ich finde es auf jeden Fall richtig süß. Machen wir mal den Sitztest. Ja, auf jeden Fall sehr bequem. Die Rückenlehne ist auf jeden Fall gut von der Höhe. Man kann die Arme hier so hinhängen und man sitzt halt nicht mehr so ausgestreckt auf dem Boden wie halt mit diesen anderen Dingen da in der Ecke. Ja, wow, es sieht irgendwie echt super cool aus. Ich habe versucht, den Spiegel so ein bisschen nach links zu schieben, aber habe kläglich versagt. Der ist einfach viel zu schwer und das will ich jetzt nicht riskieren, dass ich den auf einmal kaputt mache. Da warte ich auf jeden Fall auf Johannes, also so ein paar Zentimeter nach links. Ja, also der ist auf jeden Fall auch nicht so schwer. Der ist super leicht. Den kann man halt wirklich super gut irgendwo dahin verschieben, wo man den dann gerade braucht. Wenn man halt irgendwie Gäste hat und man will sich da ein bisschen in der Couch Area sammeln, dann kann man den einfach dahin tragen. Super easy. So, ich habe es jetzt nicht fertig auspacken können, aber ich könnte so schon sehen, was es ist. Und zwar ist es eine kleine Marmorsäule, die ist jetzt gerade auf dem Kopf stehend, von Menu. Und das ist dieses Calacatta Viola Marmor, also das, was so rosa marmoriert ist. Super, super schön. Ja, das ist jetzt aber, wie man sich vorstellen kann, viel zu schwer für mich, um das alleine umzustellen. Und da hätte ich einfach zu große Angst, dass ich da irgendwas kaputt mache. Und da warte ich dann einfach, bis Johannes dann kommt und mir dabei hilft. Aber ich kann es jetzt schon mal ein bisschen betrachten. Wow. So, ich habe ihn jetzt mit Daisys Hilfe, also eigentlich hat sie fast alleine gemacht, hierhin transportiert. Und so sieht er ausgepackt aus. Also der ist so unbehandelt und deswegen hat es so diese ganz natürliche Oberfläche. Ah, oh, super schön. Das verdeckt jetzt hier auch die Steckdosen und dann kann ich mir überlegen, was ich da jetzt so draufstellen möchte. Die Kerze, weil die ist manchmal eh im Sichtfeld vom Fernseher. Gucken. Daisy, was meinst du? Ein bisschen zu einsam? Ich würde eine Celine-Tasche draufstellen. Komm, lass mal kurz mal machen. Richtig geil. Ist wie im Celine-Store dann. Ja, aber ich glaube, mir hat die Kerze ganz gut gefallen. Aber ja, vielleicht finde ich noch irgendwas anderes. Wir haben uns jetzt erstmal für die Schüssel entschieden. Das sieht aus wie ein Kunstwerk. Wie gesagt, ich habe für Connox einen Gutscheincode und da werde ich euch in der Infobox nochmal alle Infos dazu schreiben, bis wann der genau gültig ist und wie genau der Code dann jetzt letztendlich heißt. Also schaut da auf jeden Fall mal rein und dann werde ich das jetzt noch hier weiter bewundern. So. Irgendwie habe ich diese Haare selten so mäßig, aber das sieht auch irgendwie immer nur 5 Minuten gut aus und dann sieht es irgendwie kacke aus. Naja, ich wollte an dieser Stelle jetzt das Video beenden, weil ja, der Monat ist fast rum. Es sind jetzt nur noch ein paar Tage übrig, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie noch was Spannendes machen werde. Und ja, ich habe das Gefühl, dass diesen Monat
90% von dem Vlog, also okay, abgesehen von den Interior-Sachen, wo ich sehr, sehr viel rede, ist, glaube ich, 90% echt nur Essen. Also ich habe sehr, sehr wenig anderes Zeug, glaube ich, gefilmt, wenn ich mich nicht irre. Ja, also so, weil ich irgendwie nicht so oft dran gedacht habe, muss ich sagen. Also immer, wenn das Essen kam, dann habe ich echt so gedacht, okay, jetzt wäre gut, einen Videoclip zu machen. Aber sonst habe ich das irgendwie ein bisschen vernachlässigt. Da habe ich so mehr den Moment genossen, sage ich mal. Wir haben diesen Monat ein paar Sleepovers gemacht bei unserer Freundin Erika. Das war ganz schön, weil ihr Freund war nicht zu Hause und da haben wir das dann ausgenutzt, dass wir dann so ein paar Harry Potter Abende machen mit ein bisschen lecker Essen und ja, einfach ganz gemütlich auf der Couch verbringen. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dann war ich auf jeden Fall auch bei Desi übernachten. Das machen wir aber sowieso jeden Monat. Da übernachtet mal sie bei mir oder ich bei ihr. Das ist also alle eigentlich relativ Standard. Und ja, naja, ich hoffe jedenfalls, dass euch die Essenssachen trotzdem irgendwie interessieren. Wenn nicht, dann sagt mir das auf jeden Fall in den Kommentaren, damit ich das so ein bisschen wieder versuche auszubalancieren. Ja, ich würde mich auf jeden Fall wieder über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten schreibt mir in den Kommentaren, was ihr denn wieder mehr sehen wollt. Ich habe das Gefühl, das frage ich jedes Mal, aber es ist immer ganz gut, das nochmal immer wieder zu hören. Soll ich das weitermachen wie gehabt, so überwiegend Essen oder Interior-Sachen, weil da habe ich immer irgendwelche Pläne, was ich machen möchte. Oder mehr Fashion-Sachen. Ich habe ja schon lange kein Haul gemacht, ewig nicht. Also ich habe immer so ein bisschen vereinzelt neue Sachen, aber ich könnte das mal vielleicht ein bisschen sammeln und das dann mal in so ein mehr oder weniger klassischen Haul machen. Keine Ahnung, könnt ihr mir mal sagen, ob euch das interessiert. Oder ob es vielleicht irgendwas anderes gibt, keine Ahnung. ja, oder ich mache einfach so wie gehabt. I don't know. Vielleicht kann ich das eh nicht so richtig kontrollieren beziehungsweise beeinflussen. Es kommt einfach, wie es kommt, ne? Keine Ahnung, ich plane das ja jetzt nicht so richtig. Naja, jetzt bin ich irgendwie wieder voll abgeschweift. Ich wollte eigentlich ganz typischerweise sagen, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!